So, dann gucken wir uns nochmal an, lieber Livestream-Chat. Das Handy ist auf laut. Satter Hugo, Video und Abfahrt. Herzlich willkommen Digga, Nico, falls du Hilfe brauchst, ruf mich an. Ja, Leute, was man nicht alles tut für die Liebe, ne? Ey, so ein Livestream, sag mal doch, Alter, das ist nicht anstrengend. Das ist wirklich harte Arbeit. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Also ich sag mal, für Los Conne entwickelt sich die letzten 2 Wochen jetzt nicht so krass, weil da wird einfach nur Rosis Restaurant geguckt. Das Röstgemüse mit Weißwein und Brühe ablöschen. Wir haben das Bingi. Kennt man den? Bingi. Hast du Lust, ein paar Bierchen mit uns zu trinken? Ich kann heute nicht. Nee, ich muss halt ein bisschen Content machen. Sorry, ich habe echt jetzt 7 Tage nichts gemacht. Oder du guckst 7 Stunden Rosins Restaurant und sagst nichts dazu. Ja. Wenn ich Gast wäre, ne? Und würde hier stehen, ne? Und würde das sehen, ne? Dann würde ich sofort wissen, wie euer Laden läuft. Wow. Das sieht einfach so aus wie, keine Ahnung. Wenn das jetzt nach rechts schwenkt und da sitzt einfach... Das ist das schlechteste Hugo-Video. Ich werde mich selber davon überzeugen. Papa Platte und streamt, dann wäre ich nicht überrascht. Das sieht echt widerwärtig aus. Das gibt mir so ein bisschen OG-Tanzverbot-Vibes. Jo, Leute. Ja. Das war damals, weil Tanzverbot war wirklich schlimm, Digga. Das war wirklich respektlos, ja. Digga. Drama-Assi-TV, Alter. Damn, boy. Wow. He's sick. Was kriegst du für eine Schatzhose, Digga? Alle sagen, er hat den Tim Gabel gemacht. Was ist das? Halt deine Fresse! Halt das Maul! Ich hab noch nie eine Hose gesehen, die so sehr Hoden betont. Sieht eher aus wie Camel Toe bei mir, Digga, sag ich. Oh, die gute alte Malta-Zeit, Digga. Nee, euer Moin ist Berlin, Digga. Tut nochmal weh in der Seele. Berlin-Zeit. Ah, aua. Gleich Hoden liegt gar nichts. Ein bisschen so die Pommes schön drauf und so. Das ist Imbiss 2020 5.2. Was? Das bringt dir doch auch nichts, Information, oder? Sorry. Das ist geiler. Wie lachst du denn? Sumatra kommt hierher, pennt in einem Hochbett bei Kuba for free. Dann bin ich ja bei meiner Bude, die kostet ja am Tag 1000 Dollar. Da wollte ich mir schöne Zeit meiner Freundin verbringen. Jetzt kommt Sumatra, lebt 4 Tage. Und dann musst du nur eine einzige Nacht in New York selber zahlen. Ja. Anstatt dass er wie Chef Strobel im Hotel in der Nähe von uns ist, dass wir uns treffen können, fährt er 4 Stunden außerhalb von New York. Und er hat noch nicht mal ein Zimmer. Er hat so eine Kapsel. Sein Zimmer besteht 6. aus 8 Betten übereinander gestapelt. Und du kletterst in so eine Kapsel rein, wo man nichts hört, und dann schläfst du da drinnen, wie so in einem Sarg. Hä? Was ist denn bei Romatra los, Digga? Hat sie das überhaupt gerechnet? Also, ich kann das ja verstehen, wenn er vielleicht finanziell jetzt nicht so aufgestellt ist, dass er sagt, ey, ich kann mir jetzt hier irgendwie ein Zimmer für 1.000 die Nacht mieten. Aber das rechnet sich doch gar nicht, wenn er 4 Stunden fahren muss. 16 Dollar hat er bezahlt. Matra fährt von Stuttgart nach Hamburg mit einem Blablacar, Fahrgemeinschaft, mit 6 Leuten im Auto, in einem Twingo, für 6 Euro. Und dann nimmt er sich nicht ein Hotel für 30 Euro die Nacht, sondern er macht dieses Couchsurfing-App. Er kann bei einer random Rentnerin auf der Couch pennen im Wohnzimmer, eine richtig kleine, unbequeme Mistcouch, für einen 10er die Nacht. Und schafft es also, ein Wochenende zu verbringen in Hamburg für 16 Euro aus Stuttgart. Er ist die Inkarnation eines Schwaben. Irgendwie soll ich euch was sagen, auch wenn ich das überhaupt nicht fühle, bei fremden Leuten auf der Couch zu pennen, irgendwie extremst sympathisch, dass er zumindestens, also dass er so aufs Geld achtet, würde ich mir in einigen Punkten in meinem Leben selber von mir auch wünschen. Ich habe einfach gerade Burn Burger gegessen für einen Zwanni, wisst ihr, wie ich meine? Und er verbringt damit ein ganzes Wochenende in Hamburg, Digga. Auch hier der richtig aggressive Konkurrenzkampf, der hier losgegangen ist. Da hinten war die ganze Zeit ein Stand, der Ice Cold Water für $1 verkauft. Und dann kommt er dazu. Ice Cold Water, $1 Ice Cold Water. Mit einem Megafon, stellt sich mitten auf den Platz hier und verkauft auch Ice Cold Water für $1. Digga, der redet wie in der Auktion, hört ihr das? $1. Als ob er die ersteigert. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Oh, wieso kommt der so dicht auf mich zu? Aber niemand kauft. Jetzt? Er ist von da ganz hinten direkt auf mich zugekommen und steht jetzt vor mir.
Okay, gut, der geht weiter. Oh, Glück gehabt. Bro, hätte ich, das wäre stressig gewesen. Stell dir mal vor, der hat mich voll gelabert. Den Hund finde ich auch nicht so nice. Kriegt eine 6 von 10. Oh, guck mal, du bist doch nicht hässlich. Ist jetzt bei Hunde bewerten mittlerweile angekommen? Ja. Boah, wir müssen irgendwann mal Hunde ranken. Let's go! Oh, der Hund ist wirklich, der ist so, oh mein Gott. Das war bisher der schlimmste Hund in New York. Wer so aussieht, leidet. So, beide Huskies kriegen direkt schon eine 9 von 10. Super Hunde, klasse Hunde. Der? Ja, der checkt's gar nicht. Oh Gott, der hat's nicht gecheckt, wo der Ball ist. Nee, lockig. Wieder alle lockig und lange Haare. Der schwitzt 3 von 10. Kommen wir da rüber, was haben wir da? Wie kommt man da drauf, Hunde zu ranken, Digga? Ja, kleines rattenmäßiges Viech. Also ich nicht genau, reicht nur für eine 2 von 10. Französische Bulldogge im Wasser, der ist mit seinem Pfötchen im Wasser. Das gibt Pluspunkte. 8 von 10. Da haben wir einen kleinen Hund, der nur auf dem Schoß ist. 3 von 10. Oh Gott, alle da hinten, alle, die ganze Reihe da hinten, 1 von 10. Da leben Ratten unter der Bank. Dann eine Prise Salz. Keiner hat Ahnung, wie viel eine Prise ist. Keine Ahnung, war jetzt vielleicht zu viel, vielleicht nicht. Eine Prise ist das zwischen Daumen und Zeigefinger? Willst du mich gerade flachsen? Eine Prise Salz ist das zwischen den Fingern einmal? Ich habe eine Handvoll reingemacht. Ach du Kacke. Ja, deswegen ist das so scheiße. Digga, hä? Was? Da knallt's ja komplett bei der. Das hat die doch mit Absicht gemacht. Das hat sie doch mit Absicht gemacht. Das kann die doch nicht ernst gemeint haben, Digga. Ich krieg Durst beim Zugucken. Ich muss trinken. Ich hab for real beim Gucken Durst bekommen, sage ich. Ein bisschen Salz fehlt. Das könnte wirklich süßer sein, aber es ist... War das Zucker oder war das Salz? Das ist Salz? Oh mein Gott, Reeves. Für Nudeln? Ich könnte jetzt sagen, da sie eine Frau ist, aber dann kriege ich wieder direkt den Sexismus unter die Nase gerieben. Deswegen sage ich es, also als Frau, diese Kochkünste tun schon weh. Scheiß sie drauf. Ein bisschen Salz fehlt. Das könnte wirklich süßer sein, aber es ist ehrlich okay. Wenn die jetzt jemand mir geben würde, würde ich jetzt nicht sagen, boah, die sind krass übersalzen. Ich würde sagen, das sind okaye Muffins. Das Wichtigste im Dschungel ist, niemals aufgeben, weitermachen. Kämpfen, beißen. Es kommt weniger auf die Skills an, die man hat. Es kommt darauf an, wie viel man aushält. Kannst du tatsächlich Wildschweine vertreiben, indem du zweistimmig pfeifst? Was ist denn? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Ich hab Eichhörnchen in der Hose! Was ist in meinem Rücken? Irgendwas ist an der... Was ist los? Eichhörnchen sind in der Hose drin! Ah, ja, ich hab's! Ein Stopp! Und Vorsicht vor den Madeira-Bären. Ich bin das Einzige, was man hier fürchten sollte. Arr. Miau. Okay. Das war der Cringe-Clip für heute. Achtung, Achtung! Witz des Tages, liebe Freunde! Ein Mann im Geschäft für Angelbedarf. Was kostet denn diese Angel? Verkäufer? 15,99. Das ist aber günstig. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Huch, ich glaube, hier ist noch Frauenkram an dem Ruder. Das riecht ja richtig gut. Hast du gerade an meiner benutzten Binde gerochen? Nein, an dem Router. WTF? Noch Frauenkram an dem Router. Das ist nicht wirklich eine Binde, oder? Ja. Nein, das war keine Binde. Das riecht ja richtig gut. Ernsthaft? Er hat wirklich an der Binde gerochen? Hast du gerade an meiner benutzten Binde gerochen? Nein, an dem Router. Du hast an meiner benutzten Binde gerochen. Benutzt war die? Natürlich war die benutzt. Was passiert, wenn man seine Periode hat? Das ist unangenehm. Ronny Berger wahrscheinlich bei Seven Worlds Ride dabei. Fritz hat eben... Boah, das wäre krass. Würde ich ihn richtig gönnen. Und Fritz, das Handy ist auf laut! Ja, machen wir es kurz und knapp. Ich muss dich um was bitten, was vielleicht unangenehm ist für dich. Aber ich glaube, ich habe am Popo eine Zecke. Ich habe die gerade entdeckt, es hat angefangen zu jucken. Dann müssen wir uns jetzt drum kümmern. Also ich werde jetzt hier diese Hose runterziehen. Vielleicht, warte mal. Na, ja, aber ich sag mal so, ne? Ronny hat Glück, dass er die nicht an der Eichel hatte, so wie ich. Das wäre unangenehm gewesen. Du kriegst sie mit den Fingern wirklich raus? Hier ist das schwierig. Es ist hier sehr viel Wasser. Aber gut, von der Eichel hätte er sich die auch selber wegmachen können, ne? Ihr wisst, wie wir das handhaben im Chat. Wir haben nicht viele Regeln, aber wir bleiben respektlos. Respektlos? Ja. Wir bleiben respektvoll. Ronny, alles gut. Es tut mir leid. Ich wurde gerade von einer Ratte gewissen. Lol, sie kam wirklich. Oh mein Gott, wie süß. Oh, das ist eine Ratte. Wenn ihr genau hinguckt, Leute. Erwischt.
Ich bin komplett auf Schlüsselbein gefallen. Wenn ihr hinfallt, steht auf. Egal ob Fahrrad, Skateboard oder das Leben. Ihr müsst immer wieder weiter aufstehen, so wie ich jetzt. Stein, Kamel, Auto, Fahrradgänger, Fußgänger, Totgänger, Rotgänger, alles. Ihr müsst immer wieder weiter aufstehen und jetzt steht auf und folgt euren Träumen. Gutes Video eigentlich. Einer meinte, das war das schlechteste Hugo-Video. Ich fand es aber eher nicht ganz angenehm zum Gucken. Also war jetzt nicht das Beste, aber war auch nicht das Schlechteste. War ein bisschen wenig Monte-Clips wieder drin, man kennt ihn. Nee, aber ich fand es gut zum Gucken. Hugo im Lambo wäre krass. Ja, ich glaube die Clips, also da waren jetzt ja zum Beispiel auch gar keine Clips drin von der Lamborghini-Tour. Ich würde mal vermuten, dass Hugo, also hungriger Hugo, aus dem Video, aus dem IRL-Stream wieder ein ganzes hungriger Hugo-Video macht. Da war ja so viel Content, den man einbringen konnte, würde ich jetzt einfach mal sagen.